Ja, super Geheimnis geschafft. Aber wie viel müssen wir eigentlich? Das war's. Jetzt können wir uns durchkämpfen. Was macht der Ei denn dann hier für ein Eider? Du sagst mir doch jetzt nicht, Star Trek wäre Poop. Du hast doch jetzt nicht wirklich einen Poop-Sticker gemacht. Ja, das geht auch. Neben dem Soundmanager kann man auch noch aufs Bild Kleber machen. Jetzt fängt er wieder mit F6 an. Ihr macht mich crazy. Ja. Und 200 Bits nochmal, vielen Dank. Und noch ein IQ-Sticker für 25 Bits. Vielen lieben Dank an Aidan für die ganzen Spenden hier. Mensch, super cool. Chris hilft mir beim Überleben und beim Speichern und du hilfst mir mit Geld, dass ich mir Star Trek Elite Force 3 vielleicht auch irgendwann mal gönnen kann. Oder vielleicht mal ein paar ja, wie heißen die Dinger bei ein paar T6-Schiffe oder so bei Star Trek Online? Ich wusste, da passiert was. Uiuiui. Okay. Ich habe da sowieso noch ein paar T6-Schiffe offen. Okay, der sieht völlig fies aus. Auch ein bisschen buggy von der Grafik, aber... Na super. War da eine Säule. Hänge ich an der Säule fest. Ist ja fast schon tot. Ist ja voll easy peasy. Ich spiele auf normal, ne? Ich spiele nicht auf easy. Nur zur Info. Also, ganz einfach spiele ich nicht. Oh. Ich hätte vielleicht nicht so laut tönen sollen. Der nächste, bitte. Schade. Übrigens, wenn ihr genug Gari-Punkte hier gesammelt habt, ja, dann könnt ihr hier auch Witze anfordern. Dann kommen so Witze wie zum Beispiel, klingelt's an der Türe, steht da jemand. Guten Tag, wir sammeln fürs Kinderheim. Haben Sie etwas abzugeben? Sagt die Mutter, Kevin, Justin, kommt mal her. Kleine Spende. Nee, ist klar. Für Kinderheim. Ja, solche Witze, ne? Also, oder wie viel wiegt deine Frau? Wie viel wiegt deine Frau? Frag mich bitte was Leichteres. Oh Gott, hätte ich den am Weltfrauentag machen dürfen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich fand den gut. Sorry. Ja, heute ist Weltfrauentag. Ich spiele nicht keine weibliche Klasse hier gerade. Das ist natürlich jetzt schade. Aber gut, ist so. Kann man nichts machen. Auf der Arbeit haben wir es auf jeden Fall gewürdigt. Ist ja auch wichtig. Also im IT-Beruf ist es ja echt krass, weibliche Führungskräfte oder weibliche Mitarbeiter zu kriegen. Das ist ja echt heftig. Also will ja keiner, ne? Also IT ist echt ein kompliziertes Pflaster. Ach so, jetzt sind wir hier mit F6, ne? Das war doch hier das F6, ja? Jetzt haben wir es wieder. Moment. Dead Jokes. Vaterwitze. Verstehe ich nicht, kenne ich nicht. Also auf jeden Fall keine versauten Witze oder so, bitte. Ihr könnt gerne auch Witze hier reinschreiben, aber nichts unter der Gürtellinie, nichts Rassistisches, nichts Sexistisches. Ja, so geht's auch, ne? Es gibt Heels in der Nähe. Ja, das ist doch zu einfach. Also, ja, ich will ja nicht getroffen werden. Es muss ja Perfect Victory sein. Flawless Victory. Ne? Mortal Kombat. Nicht getroffen werden. Oh, da ist noch einer. Ach, dann ist es doch besser, sich zu heilen. Okay. Mhm. Gut, hat mich überredet. Ich bin zu blöd. Warum läuft das denn jetzt nicht? Falsche Waffe. Da ist richtig. Das war Waffe, das hier ist Heilung. Ich
bin jetzt zu nervös. Ob wir die treffen so oder so. So gebrutzelt. Naja, war kein Flawless Victory, war leider nicht hier so perfekt, so wie früher bei Doom, so klick, 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 klick. Wie schön. Das waren noch Zeiten. So, haben wir alles. Tun wir da noch mal ein bisschen. Mach's gut, Aidan. Ist Star Trek, ne? Weiß Bescheid, wir sind hier bei Star Trek, auch wenn es ein bisschen im Moment alles nach Moor aussieht und so. Aber schön, dass du da warst und danke für die Spenden. 8320 Bits. Vielen lieben Dank. Geben Sie auf. Wir bringen Sie zu Quindo. Jetzt haben Sie mich. Jetzt haben Sie mich geschnappt. Ja. Die waren noch nicht so schnell, ne? Ihr Hazard-Team wurde geschnappt. Ah, diese Stimme. Jetzt sind sie meine Geiseln. Wenn ihr Captain sie nicht gegen Clea austauscht, sterben sie. Ghost Rider. Wie heißt er nochmal? Ah, Nicolas Cage, ne? Captain Picard kann das arrangieren. Sie ist kein notwendiges Mitglied der Crew. Wir tauschen keine Geiseln. Wenn ihr Captain sie nicht gegen Clea austauscht, sterben sie. Wir tauschen keine Geiseln. Wir machen keine Geiselübernahmen, oder? Das kann man öfters hier beim Spiel, ja. Auch bei einer romantischen Beziehung, ne, kann man das hier auch manchmal aussuchen. Also, das finde ich schön, dass in einem Shooter mögliche andere... Wir tauschen keine Geiseln. Wer hat die denn eingetauscht? Wer wird denn wirklich sagen, sie ist kein notwendiges Mitglied der Crew? Wer hat das denn gemacht? Also, das hätte doch keiner gemacht, oder? Also... Das macht doch keiner. Schon Massive Talent Film gesehen? Nicolas Cage. Nee, aber ich kenne halt Nicolas Cage den mit dem mit Ghost Rider und von anderen Filmen. Ja, was meint ihr? Also, Clea austauschen. Ihr dürft mitbestimmen. Ja. Oder keine Geiseltausch. Kein Geiseltausch. Jetzt kommt also gerade mal hier eine kleine Umfrage. Die läuft auch nur 2 Minütchen. Ihr könnt also ganz schnell mit abstimmen hier, ob wir Clea austauschen sollen. Was ich antworten soll, wie sich die Geschichte hier also weiterentwickelt. Tauschen wir Geiseln oder nicht? Was meint ihr? Ja, da bin ich mal gespannt, ob ihr für Geiseltausch seid. Also einfach jetzt den Chat auf den Chat gucken, auf die Abstimmung gucken, die Abstimmung mit. Schnell abstimmen hier. 2 Minuten habt ihr Zeit. Und ihr könnt also Frauentausch am Frauentag, sagt Chris Strahl. auch nicht schlecht. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr abstimmt. Ne? In der Zeit, wie gesagt, Sound Alerts könnt ihr auch nutzen. Falls euch zu langweilig ist, könnt ihr hier noch ganz andere Soundeffekte gerade anmachen mit den Bits von Twitch. Die kriegt man ja generell bei Twitch, kann man die sich holen. Da kann man dann sagen, okay, egal auf welchem Kanal, kann man cheeren mit den Bits. Ja, also kann man so eine kleine Spende machen. Oder ihr macht dann halt ganz lustige Geräusche. Hier zum Beispiel bei mir könnt ihr dann auch so zum Beispiel einfach mal hier mal sowas sagen. Hier so. Moment. Moin, Meister. Ne, sowas. Oder wir könnten ein bisschen Musik machen, solange die Abstimmung läuft, oder? Komm, ein bisschen Musik machen wir. Und das könnt ihr auch alles mit den Bits aussuchen, wenn ihr mal Bock habt, hier Quatsch im Stream zu machen. Nein, der falsche Knopf erwischt. Jetzt fing gerade dieses kultige Lied an und jetzt ist es schon wieder weg. Na, das ist aber dramatisch, oder? Sollen wir trotzdem nochmal Chicken Dance? Na komm, sind wir mal nicht so. Abstimmung läuft noch kurz.
Okay, ihr habt abgestimmt. Ich rutsche mal so runter auf meinen Stuhl. Ihr wollt den Frauentausch? Ich glaube es nicht. Ihr tauscht die Geiseln aus. Was geht denn hier ab? Okay. Ja, antworten wir es, ne? Euer Wunsch ist mein Befehl. Captain Picard kann das arrangieren. Sie ist kein notwendiges Mitglied der Crew. Captain Picard kann das arrangieren. Sie ist kein notwendiges Mitglied der Crew. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für Sie. Vor mir liegt ein Reich, das ich wieder aufbauen muss. Ich habe einfach die Mission verloren, weil wir die falsche Antwort genommen haben. Das finde ich aber mal vorbildlich für einen Weltfrauentag, ja? Also kein Frauentausch am Weltfrauentag. Sie sollte ihren Antwort überdenken. Wir dürfen die Geisel nicht eintauschen. Finde ich gut. So machen wir das. Aber die Wahl hatten wir wenigstens, ja? Ihr Hazard-Team wurde geschnappt. Und jetzt sind sie meine Geisel. Wenn ihr Captain sie nicht gegen Clea austauscht, sterben sie. Nein, wir tauschen keine Geiseln. Wir tauschen keine Geiseln. Dann sterben sie. Wo ist mein Team? Ich an ihrer Stelle würde mich um mich selbst sorgen. Das ist ein weiterer Unterschied zwischen uns. Ich sorge mich um mein gesamtes Volk. Nur nicht um ihren Vater. Wovon sprechen Sie? Er ist auf Tarawa 7. Stoppen Sie den Angriff, oder Sie werden ihn mit dem Rest des Planeten zerstören. Er würde nie nach Tarawa 7 gehen. Zu schade, dass wir Ihren Vater durch den elektrischen Sturm nicht kontakten können. Sie müssen wohl zur Enterprise kommen, um die Wahrheit herauszufinden. Oh, das können wir wohl. Unser Kommunikationssystem hat einen Link zu einer getarnten Kommunikationsphalanx im Orbit. Ich kontakte seinen Kommunikator, aber er wird nicht antworten, weil er nicht auf Tarawa 7 ist. Krindo, bist du das? Vater? Bitte hör auf, verschone diesen Planeten. Ich bitte dich. Wenn du nicht um der Atrixianer willen mit dem Morden aufhörst, tu es für mich. Aber wir haben gewonnen. Sie sind direkt vor diesem Raum. Ich kann sie kauen hören. Oh nein. Nein! Lebe wohl, mein Sohn. Verzeih mir. Nein, warte, ich halte sie. Ich halte sie auf. Sohn? Senden Sie das Stoppsignal. Habe ich. Meine Exomorphensteuerung funktioniert nicht. Reparieren Sie sie. Stopp. Warum klappt das nicht? Lassen Sie mich raus. Ich helfe Ihnen. Die Exomorphe haben sich gegen Sie gewendet. Ich verstehe das nicht. Lassen Sie mich hier raus oder Sie werden auch Sie holen. Ich verdiene es nicht zu leben. Hören Sie zu, Krindo. Sie können Ihren Vater nicht zurückbringen. Aber Sie können mit uns das Morden verhindern. Jetzt deaktivieren Sie dieses Kraftfeld und ich hole uns hier raus. Ihre Truppen sollen mein Team verschonen. Wir treffen uns mit Ihnen, sobald ich Sie hier rausgebracht habe. Und Sie sollen eines Ihrer Shuttles vorbereiten. Schnell! Ich werde die manuelle Zerstörungssequenz von hier aus starten. Sie müssen sofort hier raus. Okay. Nein, Sie kommen mit mir. Ich möchte niemanden mehr sterben sehen. Sie müssen weiter. Dies ist die einzige Möglichkeit, diese Einrichtung zu zerstören. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Wir sehen uns am Lift zur Oberfläche wieder. Gehen Sie! Okay. Ich muss gucken, ja, wieder ein Versteck, wieder ein Schiff irgendwo. Wenn wir Glück haben. Und gespeichert ist, das ist schon mal gut. Mal lustig, den Phaser zu killen. Boah, ist aber laut, oder? Ist es nicht laut? Boah, wie soll ich das denn schaffen? F6, sagt das. Ist ja noch einer.
oder war da was? Okay, egal. Ja, wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ich würde sagen, rechts wäre richtig gewesen, den oben der Minimap. Aber ja. Ein Geheimnis gibt's. Aber ich habe ja schon gehört, man könnte das auch verschieben machen. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Lilla? Wo braucht man eigentlich diese Lilla-Munition? Ich hab da gar keine Waffe für, kann ich sagen. Hat man gedacht, die Atraxianer sind die Bösen gewesen und jetzt, weil der Vater gestorben ist, sind sie wieder alle gut und wollen uns helfen. Jetzt sind die Exomorphen, also die Monster. Also, das hat mich so ein bisschen. Fällt einem das sofort auf. Ich guck mal wieder so ein bisschen in die Gänge rein, ja? Also nicht bloß sein, wenn ich ein bisschen Geheimnisse suche. Oder soll ich es sein lassen, einfach durchlaufen wie ein Irrer und dann nachher cheaten? Wie Moritz es eben meinte. Warum gehen die ganzen Dinge? F6 und Secret in der Nähe. Oh mein Gott! Zwei Wünsche auf einmal, ist ja schlimmer als Kinderüberraschung. Jetzt will ich noch Schokolade. Schokolade und Spielzeug und Kinderüberraschung. Da unten. Bestimmt das Geheimnis. Ja, wir müssen irgendwie über das Holz, würde ich sagen. Nein, nein. Einfach mit uns fünfzig runter. Also das mit dem 100 geklappt. Ja, da ist es. Jawohl, wir haben ein Secret gefunden. Vielen Dank an Chris mal wieder. Aber ich glaube, hier geht es trotzdem nicht weiter. Wir müssen auf der anderen Seite. Ah, oh, dieser Baum. Ich glaube immer dagegen. Ja, ich mache mal wieder F6 und versuche jetzt wieder die Kletterpassage. Ich stelle mich ja manchmal ein bisschen an. Funktioniert, läuft. Sein Todeskreischen da oder? Oder weiter. Okay, dann nicht. So mag ich das. So kleine Gänge, da kann man sich schön konzentrieren. Da haben wir es versteckt. Wir können das Level wechseln. Jawohl, weiter geht's. Ich glaube, heute kommen wir ganz gut voran, oder? Was meint ihr? Ich weiß gar nicht, wie viele Level gibt es eigentlich. Wir sind ein Grafikpack oder so?
aber nicht. Man kann sie nur mit dem Rekorder. Nee, Quatsch, Rekorder. Ich meine, Phaser in die Hand und sagt Rekorder. Ist klar. Das, genau. So, gehen wir da lang oder gehen wir da hoch? Hier scheint noch geschlossen zu sein. Zwei Schiffe. Hier gibt es auch ein Secret. Dafür muss man Symbole in der richtigen Sequenz abgeben. Einige Symbole. Okay. Ja. Können wir mal gucken. Boah. Frage ist, wann ist es aktiviert? Siehst ja nix, ne? Das kann man ja, das ist hier theoretisch. Aber das hier ist ja das. Nee, ist es nicht. Doch, ich weiß nicht, ja. Aber eher das da. Aha! Moment, Moment. Also das ist schon mal richtig. So, er zeigt mir jetzt welches als nächstes. Dieses mit dem Dreieck und dem Dreieck und dem Dreieck. Das. Ja, okay. Dann das mit dem T. Das. So, dann. Das war schon. Aber wird's interessant. Habe ich jetzt wieder diesen blöden Start bekommen? Kommt mit dem Dreifach? Das ist schon blöd. Ich bin mal an. Er macht jetzt irgendwie den gleichen Start. Ich dachte, ich krieg von der Waffe für das Lilane, für die Lilane Munition. So, und jetzt können wir hier raus. Sehr gut. Läuft gerade gut, ne? Danke auch da wieder für den Hinweis mit den Symbolen an der Wand. Aber ein einfaches Rätsel. Nur man muss natürlich wissen, was überhaupt ein Rätsel ist. Wenn man nicht weiß, dass es ein Rätsel ist, kann man drücken. Dann kann man es auch nicht schaffen. Aber wenn man den ersten Mal gedrückt hat. Was lauter. So, jetzt besser. Und warm alles. Wir haben schon wieder die Geheimnisse alle gefunden. Sehr gut. Okay, hier nicht. Wo jetzt? Da durch die Tür, oder? Sehr gut. Ja, die Unsere sind jetzt nicht so die besondere Superwaffen, muss ich sagen. Also diese Bücher sind da ja noch interessant im Gegensatz zu den Unseren. Es war so klar, dass ich da die Granaten nicht entdecken konnte.
gemacht. Sehr schön. Hab ich wieder mein eigenes Gas entzündet, hab mich wieder selbst verletzt. Was hat das so wirklich? Also alles gut mit dem Leben, Chris? Wieder oder noch immer zu leise? So, Spiel gespeichert. Wenn das automatisch macht, müsst ihr jetzt mal was Gutes kommen, oder? Oder auch nicht. Oder doch. Ich bin halb so leise. Okay. Entdeckung! Dann. Was war das? So jetzt besser? Er ist ein Phasenwechsler. Na klasse. Haben Sie noch weitere Überraschungen für mich? So, jetzt geht's jetzt besser. Oh, ich habe Credo getroffen. Ui, Predator hier auch noch dabei. Jetzt haben wir auch einen Predator hier. Jetzt haben wir nicht nur Aliens hier. Uiuiui. Komm nochmal rein hier. Nein. Oh, jetzt haben wir auch noch hier in der Ecke. Geh weg. Geht er gar nicht da weg, der Ecke. Fieses Vieh. Aber geht. Ich habe die Energie erfolgreich in den Liftsteuerungsmechanismus umgeleitet. Also schnell raus hier. So viel Krach, so viele Geräusche. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Leben aufsammeln irgendwo, aber... Ja. Platsch, platsch, platsch. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben wieder einen großen Schritt geschafft. Ja, Geheimnisse sind geklärt. Ich habe gespeichert. Wir haben es. Fahren wir ein bisschen auf zu. Dritte Etage. Elektroartikel. Sehr schön. Yes, den Planeten verlassen, Mission ist erfüllt. So gefällt mir das. Informationsmission, die USS Enterprise E, das Flaggschiff. Oh, so schnell konnten wir nicht lesen. Wir sind wieder auf der Enterprise. Sehr cool. Treffen wieder Captain Picard? Ah, Staffel 3 ist draußen, Captain Picard. Uiuiui, muss ich auch noch gucken. Ich muss noch so viel gucken. Mandalorian Staffel 3 ist auch draußen. Ah. Last of Us habe ich auch noch nicht alles geguckt. Boah. Ist echt fürchterlich. Halo. Ist auch eine ganz gute Serie. Ich brauche mehr Zeit. Irgendwie brauche ich mehr Zeit. Wir müssen wissen, woher die Einrichtung ihre Energie bekam, nachdem sie sie abgestellt hatten. Crindo? Es ist alles egal. Er ist tot. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand sonst stirbt. Er ist tot und ich habe ihn getötet. Ihr Selbstmitleid kann viele weitere Personen das Leben kosten. Ich weiß nicht, wie die Einrichtung wieder zur Energie gelangt ist. Das haben Sie auch über die Verhaltensregulatoren gesagt. Ich habe nie den Befehl erteilt, meinen Vater zu töten. Wer hat es dann getan? Andere Idra? Unmöglich. Ich zweifle, dass Sie von der Hauptkontrolle wissen. Der was? Irgendwo in diesem Sektor befindet sich ein Planet mit der Hauptkontrolle. Aha. Sie kontrolliert alle anderen. Wir konnten nie ihren Standort finden. Wer wusste davon? Nur mein Vater und ich. Und Omak. Omak? Der ist es schon. Er muss den Ort gefunden haben. Omak, der Ferengi? Wir haben mit ihm gehandelt. Er hat unsere Arbeit finanziert. Er verscherbelte die unschätzbaren Artefakte unseres Volkes für seine Profitgier. Aber das war die einzige Möglichkeit. Omak, er hat mich betrogen und meinen Vater getötet. Werden Sie uns helfen, ihn zu finden? Gerne. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Kontakten Sie ihn. Sagen Sie ihm, Sie hätten einen Planeten gefunden, der die Hauptkontrolle bei weitem übertrifft. Sie bräuchten seine Hilfe bei der Ausgrabung. Wir haben uns immer in einer heruntergekommenen Sternenbasis im Jadav-System getroffen. Ein alter klingonischer Waffenhändler namens Lurok betreibt sie.
Lieutenant, ich möchte, dass Sie Crindo benutzen, um Omek eine Falle zu stellen. Nehmen Sie Gonzales mit. Kommen Sie, Crindo. Kontakten Sie Omek von Ihrem Shuttle aus. Warum? Weil er Verdacht schöpfen wird, wenn Sie eine Föderationsfrequenz benutzen. Ich muss das Kommunikationssystem eines Shuttles reparieren. Picard und Lieutenant Barclay, treffen Sie Crindo und Lieutenant Monroe in Shuttle Rampe 2 und helfen Sie Crindo bei der Reparatur seines Langstreckenkommunikationssystems. Aye, Sir. Welche ist Clea? In Anbetracht der Situation gut. Sie gewöhnt sich an das Leben auf der Enterprise. Seine Schwester. Ja, der Picard, ne? Ist halt leider so, dass die Serie ja nicht so viele neue Planeten anfliegt, ne? In Staffel 1 und Staffel 2. Picard an sich überlegt man ja immer fremde Welten und so. Sie kommen gerade recht. Crindo, können Sie mir bei diesem positionalen Stabilisator helfen? Ich habe einen neueren bei meinen Ersatzteilen. Monroe, dies kann eine Weile dauern. Ich sage Bescheid, wenn wir fertig sind. Sehr gut. Das hat auch geklappt. Wunderbar. Clea an Monroe. Sprechen Sie. Könnten Sie wohl bei meinem Quartier vorbeischauen? Ja, wenn ich es finde. Ne? Raumschiff ist relativ groß. Was gibt es, Tertia? Was war denn jetzt noch? Treffen Sie sich mit Telsi oder Clea? Telsi habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehört. Ja. Will Clea auch eine Beziehung mit mir? Ich weiß es nicht genau. Sollen wir eher Telsi besuchen oder eher Clea? Sollen wir wieder eine Abstimmung machen? Nee, komm, wir nehmen die erste, die wir finden. Da sind wir heute nicht so wählerisch. Wenn ich hier wieder durchblicken würde bei den ganzen Quartieren, Shuttle Base, hier wohnt ja eigentlich gar keiner. Eigentlich müsste ich ja mit dem Aufzug dahin, wo die wohnen, oder? Hazard-Quartiere. Ja, genau, dahin muss ich. Wie sonst auch beim Dating, genau. Erst Beste, was kommt. Hauptsache, man kriegt was ab. Nee. Nee, da beim Dating war er schon sehr wählerisch. Ich finde es töricht, vom Captain Crindo zu trauen. Bei allem, was er getan hat. Da übertreiben Sie es aber etwas. Wenn ich richtig gehört habe, wird das Hazard-Team ihn strengstens im Auge behalten. Wie dem auch sei, jedenfalls hat er einen Angriff auf die Enterprise zu verantworten. Genau. Er kontrolliert eine Armee. Ja. Wir lassen ihn einfach so gehen? Ich glaube, Sie missverstehen da etwas. Der Angriff war skrupellos. Etliche meiner Freunde liegen immer noch auf der Krankenstation. Das kann man nicht missverstehen. Ich bin voll dem Vulkanier seiner Meinung. Das auf jeden Fall. Dieser Crindo, den mag ich ja gar nicht. Die erste, die auf einen Kaffee rein. Ja, okay. So, ja, jetzt müsste ich nur wissen, wo die wohnt. Ne? Wo wohnt sie denn, eine von den beiden? Ja, die haben sich wieder versteckt vor mir. So ist das ja immer. Ah, nicht Clea. Telsia. Hallo, Telsia. Oh, hallo. Wie schön. Sie waren in der letzten Zeit sehr beschäftigt. Allerdings, ich habe viel erforschen müssen. Mit der Edril? Höre ich da etwa einen Versuch? Und höre ich da Angst? Angst? Wovor? Vor uns. Wir hatten nicht viel Zeit, uns wieder ineinander zu gewöhnen, seit ich auf der Enterprise bin. Das ist es nicht. Es ist die Dallas. Die Dallas? Als ich auf dieses tote Schiff trat und die Körper sah und dann herausfand, dass sie die sichere Station nicht erreicht hatten. Was? Telsia, ich dachte, sie wären tot. Wir haben im Delta-Quadranten oft dem Tod ins Auge gesehen. Aber ich habe sie nie tot gesehen. Ist das so schlimm? Sich vorzustellen, ich sei tot? Nein, sondern dass sie leben. Erklären Sie mir das. Es ist schlimm, Telsia, dass sie leben. Hä? Ich bin so dankbar, dass sie leben, dass ich es mir kaum vorzustellen wage, sie zu verlieren. Oh. Oh. Romantisch, oder? Wie niedlich. Die mögen sich. Ja, aber Clea wäre vielleicht... Ja, jetzt müssten wir mal gucken, ne? Können wir auch noch mal mit Clea reden. Ja, komm, geht noch mit beiden. Das ist natürlich noch besser. Ne? Also, zwei für den Preis von einem hier. Wunderbar. Einmal Spiel gekauft, zwei Frauen kennengelernt. So ist das gut. Ja, so mag ich das. Ja, wenn mehrere Frauen das Spiel mögen. Monroe, ich habe ein neues Spielzeug für Sie. Oh Gott, oh Gott. Nee, mit dem wollte ich mich jetzt eigentlich nicht treffen.
Vielleicht verstehe ich ja jetzt auch mit dem Spielzeug was falsch. Ach ja, das ist ja der Waffen. Ja, klar. Okay, der hat eine neue Waffe für mich. Okay, ich war jetzt gerade noch im völligen Telsia-Clear-Fieber hier. Ihr merkt schon, ich komme ein bisschen durcheinander. Ach nee, was ist das wieder für ein Quatsch, was wir hier heute erzählen? Eigentlich will ich doch nur zocken und hier ganze Beziehungskram gar nicht mitmachen. Da kann immer nur in die Hose gehen. Da war auch wieder ein falscher Spruch. Ihr wisst, das kann immer nur schief laufen. Am Ende wäre es noch bis zum Alter miteinander zusammen. Also, wer hält es noch aus bis 70, 80 miteinander? Ich klingel hier an jeder Türe, keiner lässt mich rein, wie im echten Leben, keiner mag mich. Voll deprimierend, dieses Spiel, oder? Zuerst kann ich nicht mit Clear sprechen, dann hat nur der Klingonen-Spielzeug für mich und keiner spielt mit mir hier. Keiner lässt mich rein. Deck 8, Waffenkammer. Ah, okay. Vielleicht kriege ich ja jetzt noch eine schöne Waffe. Und dann, genau, sollen wir in die Hauptsteuerzentrale für die ganzen Exomorphe, habe ich das richtig verstanden? Boah, ich klingel überall. Betteln und Dosieren verboten, sagt Chris, ja. Genau. Haben Sie mal eine Spende für mich hier? Ich bin vom Delta-Team, ich bräuchte da noch so ein paar Euro. Ein paar Credits. Wo ist er denn? Ich vergesse immer, wo die Waffenkammer ist. Ich vergesse eigentlich immer alles, wo das Schiff hier ist. Was hier in dem Schiff wo ist. Die sehen alle so gleich aus, die Gänge. Und nirgendwo sind irgendwelche lesbaren Zeichen. Ja, das ist ja alles noch uralte Grafik. Ah, oh, doch. Da. Auf der Medizin. Da, jetzt haben wir ihn. Jetzt sind wir richtig. Wir haben den Photonenstoß mit einer Quantenstoßwaffe ersetzt. Okay. Sie benutzt Mikroquantentorpedos. Sie können sie mit dem neuen Holoprogramm testen. Das hört sich gut an. Gönnen wir uns mal die neue Holostoß-Quantentorpedo-Waffe irgendwie so. Oh ja. Der dicke Rocket Launcher hier. BFG 9000 oder so. Mag ich. Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der auch mit so einer dicken Waffe keinen trifft. Ja, Riesenexplosion, extremer Schaden und ich schieße daneben. Ich muss alle töten, bevor ich tot bin, ne, damit ich die Mission auch schaffe. Hat ja auch noch eine zweite Funktion. Moment, ich muss gleich mal gucken. Ist das jetzt eine Zielvorrichtung oder was? Keine Ahnung. Hat das jetzt einen effektiven Sinn oder ist es nur so zur Der andere hat schneller gezogen, ja. Im Wildwest-Duell hätte ich keine Chance, ne? Hat er gesehen, wie schnell der andere gezogen hat? Ein Light Laser, lass mal gucken. Ui, schön, Lenkrakete sozusagen. Ja, das nehmen wir. Dann lassen wir das auch so an, oder? Ja, gefällt mir viel besser. Da kann man immer noch mal nachkorrigieren. Warum sollte man das dann ausschalten, das Ding? Hat ja gar keinen Sinn. Na. Ha! Von den Beinen. Ja, ich glaube, diesmal schaffe ich es schon. Ja, da, jawohl. Das ist ein schönes Gerät, ne? Also muss man schon sagen, angenehme Waffe. Damit kann man was machen. Lightlaser ist gut. Ja, so in den aktuellen Call of Duty. Es gibt ja selten so Granatwerfer, die so von der Wand abprallen. Bartley an Monroe. Wir sind fertig. Wir können jetzt senden. Aber da ich sogar meine Waffe lenken kann, wo sie hinschießen soll, das ist ja auch nicht so oft. Ne? Gibt es auch nicht in vielen Spielen. Das ist halt schon sehr
modern damals gewesen, ne? So ein Spiel, muss man einfach sagen. Scharfschützen, Lenkraketen, Granaten, die von der Seite abprallen und so. Bogenwerfer, die Gas verschießen, wo das Gas explodiert. Also viele verschiedene Waffenarten. Wo du heute nur ein MG hast und dann immer weiter Munition sammeln musst, so in etwa, ja.